Hallo, meine Lieben, ich begrüße euch wieder zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen ja wieder mal, welche Energien sich zeigen möchten. Die Legung könnte interessante Informationen enthalten, je nachdem, wann du das Video findest. Bedenke aber bitte, es sind allgemeine Legungen. Das heißt, das Video kann, muss aber nicht ja, mit dir in Resonanz gehen. Ich lasse die Karten wie immer springen. Wir starten auch gleich und dann schauen wir mal, welche Energien wichtig werden. Was möchte sich fürs Kollektiv zeigen. So, okay. Also wir haben hier die 10 der Stäbe, wir haben hier das Ass der Schwerter, die 5 der Münzen, die 9 der Kelche, die 6 der Schwerter. An der Unterseite verstecken sich die 10 der Schwerter. Ja, da kommt mir doch sofort, ich nehme mal die 9 Münzen noch mit dazu. Ich habe das Gefühl, die können hier wichtig werden. Ihr Lieben, ihr trefft hier eine glasklare Entscheidung mal wieder. Es ist momentan eine sehr entscheidungsfreudige Zeit, habe ich das Gefühl. Wir hatten jetzt erst vor kurzem auch dieses Ass der Schwerter, was gefallen ist. Die 10 der Stäbe ist eine Energie, die von einer absoluten Überlastung und Belastung in einer Situation, in einer zwischenmenschlichen Verbindung, in einer Arbeitssituation, in irgendeinem Bereich in deinem Leben einfach dafür spricht, dass du völlig überfordert bist. Du hast ja mit den 10 der Stäben Belastungen und Dinge aufgeladen, die eigentlich nicht dir gehören, ne? Also zumindest nicht alle Stäbe. Und mit dem Ass der Schwerter geht es hier um eine klare Entscheidung. Es geht um eine Entscheidung, dass man hier aus einem Mangel, weil du einfach hier auch zu viel geopfert hast, zu viel aufgenommen hast und einfach auch diese Zeit hier, diese 9 der Münzen, diese Zeit für dich einfach nicht mehr hattest. Du wusstest wahrscheinlich auch gar nicht, was du eigentlich willst, wo es hier eigentlich für dich hingehen soll. Und du hast dich ja massiv im Mangel gefühlt. Dieses Mangelgefühl, das könnte auch für dich teilweise unerklärlich gewesen sein. Na, vielleicht ging es bei dem einen oder anderen tatsächlich um das Thema Finanzen, dass du aufgrund dessen, weil du immer für andere zu viel getan hast, dich gar nicht auf dich und deine eigenen Vorstellungen, Wünsche und beruflichen Ideen oder auf das Thema Finanzen fokussieren konntest. Oder es geht prinzipiell um dieses Mangelgefühl auf der innerseelischen Ebene und du konntest da teilweise gar nicht greifen. Ja, wo das herkommt, warum das so ist. Und die 9 der Kelche ist eine Jupiter- und Fische-Energie. Die Jupiter- und Fische-Energie ist auch so diese Frage, was macht mich eigentlich glücklich, ne? Aber Jupiter und Fische ist auch so dieses verschwimmende Glück, dass du es nicht wirklich greifen konntest, eben weil du eigentlich überhaupt nicht weißt, was macht dich eigentlich glücklich. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass es wichtig sein könnte heute oder dass es darum gehen könnte, dass du eine Situation verlässt, aber dieses Ende, dieses Verlassen dieser Situation hier mit diesen 6 der Schwertern, das kommt absolut auf der Verstandesebene. Wir haben das, wir haben dieses Ass der Schwerter und wir haben hier die 10 Schwerter. Das sind absolut verstandesorientierte Karten, ne? Und diese Entscheidungen rühren einfach daher, dass du für dich an einer Belastungsgrenze angekommen bist und jetzt wirklich merkst, wenn du jetzt für dich die Kurve nicht kriegst, verlierst du dich. Das ist auch so eine Jupiter und Fische. Die Jupiter und Fische steht zwar auch für das Thema Leben genießen etc. pp., aber in der Verbindung mit diesen anderen Karten habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es auch darum gehen könnte, dass du eher spürst, wenn du jetzt nicht handelst, verlierst du dich. Du verlierst dich in dem Sinne, dass du auf Deutsch gesagt den Hintern für dich nicht mehr hochbekommst und dass du hier Gefahr laufen könntest, dich einfach in so einer Lethargie, in so einer gewissen, na, Faulheit ist vielleicht das falsche Wort, aber dir fehlt einfach dieser Elan und diese Motivation für dich selbst, ne? Weil die 9 Kelche in der unerlösten Form ist auch dieses, ich ruhe mich jetzt einfach darauf aus, was ich habe oder eben nicht habe, ist mir völlig egal. Das ist auch so ein bisschen, die Karte, das ist für mich eher auch eine Warnung. Also man darf hier wirklich schauen, dass man ganz klar Dinge von sich abgibt oder auch abwirft, die eben nicht mehr zu euch gehören, damit ihr euch nicht selbst verliert. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass diese 9 der Münzen ja auch noch wichtig waren, ne? Weil das ist nämlich genau diese Karte. Wenn man sich hierfür entscheidet, wenn man das umsetzt, kommt man in diese Energie dieser Frau auf dieser Karte. Du spürst wieder oder bekommst auch langsam dann wieder ein Gefühl, was du eigentlich willst, was du selber wert bist. Du fokussierst dich nur auf dich. Das ist die Karte, ich bin im Zentrum. Ich bin in meiner Mitte.
Und da muss man auch tatsächlich hin. Und ich habe, wie gesagt, das Gefühl, du hast dich hier eigentlich tatsächlich so ein bisschen selbst verloren, weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo es für dich hingehen soll. Ich lasse jetzt hier mal noch ein, zwei Klärungskarten springen, obwohl die Message schon sehr deutlich ist, aber trotzdem habe ich den Impuls. Ja, das Ass der Stäbe, ne? Neue Motivation, neue Dynamik, da kommt wieder Schwung rein, ne? Da will man etwas in Angriff nehmen. Vielleicht hast du auch schon eine Idee oder ein Projekt oder irgendetwas, wo du jetzt einfach mehr wieder rein investieren möchtest. So, eine Karte mal bitte noch. Eine Karte bitte noch. Ah, gut, da sind gleich zwei gekommen. Ja, na, oder drei sogar. Die Justice, der Bube der Stäbe, die zwei der Kelche. Und an der Unterseite versteckt sich hier, ja, der Wagen. Und der Wagen aber aus dem Tarot, was kommt danach? Und das ist genau das. Man wird jetzt aktiv, ne? Also es kann sein, dass es wahrscheinlich Momente gab oder Zeiten in der Vergangenheit, wo du zwar geredet hast, aber nicht wirklich aktiv geworden bist. So, ne? So diese Karte dieser Lethargie und ach, na ja, und eigentlich müsste ich ja und hin und her. Na, jetzt startest du aber, ne? Jetzt sagst du jemanden oder etwas liebevoll, lebewohl und sagst, okay, jetzt bin ich dran, ne? Und mit dem Wagen aus dem Tarot, was kommt danach? Das unterscheidet sich ja aus dem normalen Tarot. Hier stehen die Löwen, ne? Hier sitzt jemand im Wagen und hier stehen die Löwen bereit zum Abfahren, also zum Starten. Und hier, du hast abgewogen, ne? Du hast wirklich überprüft, ja, Nutzen, Aufwand einer Situation, geben und nehmen. Und du hast dich hier, weil das sieht man hier immer schön, wir haben hier den König und hier den Bettler, aber vor Gericht sind alle gleich. Und du hast hier abgewogen und du hast jetzt, egal um welche Situation es vielleicht geht, egal wie wichtig dir dieser Mensch war, dieser Arbeitsplatz, dieser Vorgesetzte, Kollege, Freund, wie auch immer, du sagst jetzt, okay, so gern wie ich dich habe, aber ich kann mir nicht mehr deine Lasten oder eure Lasten auflegen. Es könnten auch Kinder betreffen. Ne? Mit dem Page der Stäbe kann es sich auch um Kinder handeln, dass man jetzt vielleicht auch sagt, okay, lieber Sohn, liebe Tochter, du bist jetzt so und so alt, du kannst jetzt auch gewisse Dinge für dich alleine übernehmen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auf jeden Fall gibst du hier etwas ab oder mehrere Dinge ab, die einfach too much für dich waren. Und trotz allem habe ich nicht das Gefühl, dass euch das krumm genommen wird. Ne? Du söhnst dich ja aus. Es kann natürlich auch sein, dass dich jemand motiviert, das zu entscheiden, da jetzt aktiv zu werden, oder dich unterstützt eben jemand, dass du jetzt startest. Ne? In der Liebe ist es tatsächlich auch möglich, dass sich hier eine Situation beendet oder beendet wird, die dich belastet hat, dass hier wieder liebevoll jemand auf dich zukommt. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass hier wieder mehr Schwung in eine Situation kommt, in der man dachte, irgendetwas ist beendet. Eine Situation, mit der man schwer zu tragen hatte. Auf jeden Fall verlässt du hier ganz klar ein altes Ufer, begibst dich auf ein neues. Also wunderschöne Energien. Ja, und ich glaube auch sehr wichtige Energien für den einen oder anderen. So, das Krafttier, der Löwe, die Autorität, deine Meinung ist gefragt und hat Gewicht. Wirke aus deiner Mitte und aus deiner charismatischen Sonnenkraft. Also es passt auch wieder wunderbar. An der Unterseite zeigt sich hier der Krebs, Läuterung und Hingabe. Achte auf deine Träume und Eingebung. Veränderung und Wachstum kündigen sich an. Ja, sehr schön. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, eine wundervolle Zeit. Bleibt mir alles schön gesund. Und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.